Hallo, Hallöchen, liebe Leute. Hier ist er wieder, der Bastelhannes. Wir machen weiter mit zwei Ausgaben von der Bismarck. Und zwar die 56 und die 57. Aus dem Grund wieder, weil wir wieder nur ein Verbinderstück für den Rumpf haben. Und bei dem anderen haben wir dann ein bisschen mehr zu basteln. Wir schauen erstmal... Oh Gott, Entschuldigung, ich hab gerade die Nase. Sorry. Wir gucken erstmal kurz rein in die Hefte und dann fangen wir an zu bauen. Also, viel Spaß jetzt dabei. So, Leute, dann schauen wir mal. Halt, stopp, erst in die 56. Da haben wir, wie gesagt, nur einen Rumpfteil. Und dann, weiter nichts erstmal. So. Dumm, 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 dumm. Wieder etwas Geschichte. Hast du Geschichte oder was? So. Dann klar, das, was in der nächsten Ausgabe ist. Und da haben wir ein bisschen mehr. Und zwar haben wir hier wieder einen Motor einzubauen. Hier haben wir dann für die LEDs zum Testen ein paar Relingzüsse. Und nachher zum Schluss, dann haben wir hier noch ein Geschütz, ein kleines. Und wieder Geschichte, Leute. Einfach nur, mein Gott, Geschichte. So, und so, und so. Gut, Leute, dann packen wir mal aus und dann gucken wir uns die Teile an. Und... So, Leute, was haben wir hier? Und zwar haben wir hier den nächsten Kielabschnitt und Schrauben und den Verbinder natürlich. Dann haben wir hier noch den, den MA-Turm. Dann haben wir hier Rohre mit Wiege, das hier. Dann haben wir Grundplatte des MA-Turms, die haben wir hier. Dann haben wir das... Zahnrad, das ist das hier. Genau. Dann haben wir... Wo sind die denn? Diverse Kleinteile. Ich finde die gerade nicht. Dann haben wir die Plattform. Was ist das hier? Was ist das? Achso, hier sind die auch so wieder diese ganzen Teile. Unter anderem die Plattform des Antennenspreizers und so weiter... Endschalter und so und so und so. Dann haben wir hier noch, das ist der Endschalter, genau. Dann die Kabelmarkierung. Und was ist das? Eine Platine haben wir hier noch. Genau, das sind diese ganzen Dinger. Achso, das sind hier Scheinwerferrichtgeräte. 6 Stück an der Zahl. Okay, das haben wir erstmal. Dann sehen wir uns gleich beim Bauen. Erst ein bisschen vorbereiten hier und dann geht's los, Leute. Auf geht's. Das Ding kommt hier ran. Der Verbinder kommt hier ran. Zack. Und dann wird hier mit 4 Schrauben alles festgemacht. So, damit haben wir das Teil auch fertig und fest ist es. So, Leute, aufpassen. Hier gibt es nämlich 2 verschiedene. Ich versuche das mal einzufangen. Stell dich mal scharf. Die sehen nämlich ein klein wenig anders aus. Die haben hier mehr oben dran als die. Ich denke mal, im Video kann man es dann besser sehen. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall diese hier. Davon haben wir auch nur 2 Stück und die kommen jetzt hier rein. Das ist nur die Frage, wie rum kommen wir jetzt? Haben wir da auch schon wieder 2 verschiedene Sachen hier. Aber ich glaube, das geht auch immer nur in eine Richtung. Ups, das geht ja einfach. Ein klein wenig Sekundenkleber ran. Und dann... So. Einmal da rein. Einmal
Hier rein. Wie ich immer echt faszinierend finde, weil Sekundenkleber ist. Erzählen Sie. Ja, geht ganz schnell. Fragt sich nur wo. Bei welchem Sekundenkleber. So, dann machen wir hier weiter. Und zwar haben wir hier so diese kleinen Nüpsels vorne. Scheiße. So, guckt mal, da vorne sind hier da. So zwei Dings, zwei so eine Scheinwerfer oder was das sein sollen. Die kommen auf jeden Fall nach vorne gerichtet. Und die werden jetzt hier in die restlichen reingeklebt. So, ich habe mir extra so einen Sekundenkleber geholt, der so eine etwas schmälere Tülle hat. Und ja, auf geht's wieder nach vorne und ring damit. Zack. So Leute, und damit sind sie alle drin. Also so gerne wie ich diese Zange oder diese überhaupt diese Zangen mag. Blöd ist halt, dass die hier glatt sind und wenn die einmal das Ding wegrutscht hier, dann ist Feierabend. Die ist hier noch so ein bisschen, die ist noch hier rivelt, also da hältst du das auch noch fest, sage ich jetzt mal. So, dann kommen wir jetzt zum, genau, zu den Teilen, die hier, und zwar diese Teile hier. Ach, du ahnst es nicht. Die müssen jetzt so nach oben gebogen werden. Ich nehme euch mal ein bisschen dichter mit ran, damit ihr auch was seht. Irgendwie so. So. Allerdings, weiß ich jetzt nicht, ob die Leute sich jetzt selber da oben. So. Und die auch so. So, so. Dann haben wir noch so ein Teil. Wo ist es? Da ist es. Und das wird dann. Meine Fräse ist total clean. Auch hier so noch umgebogen. Muss da aber auch echt vorsichtig sein, ne? Damit hier nichts schief läuft, sage ich jetzt mal. Weil ab ist ab, nicht wahr? So. Dann haben wir diese beiden Teile jetzt da. Ich hatte fast geahnt, aber wollte es nicht wahrhaben. Aber doch. Und zwar müssen die hier auch noch hochgebogen werden. So. Dafür brauche ich ab und zu auch doch nochmal meine Lupe. Ich weiß, das Ding spiegelt hier noch ganz schön. Hätte mir vielleicht auch mal eine neue Matte holen sollen. So, dann haben wir die Dinger jetzt dran. Dann kommt jetzt, brauchen wir, und zwar, mal gucken. Wir haben ja hier zwei verschiedene Sachen. Nee, die da haben wir, die brauchen wir jetzt. Und zwar diese beiden Teile hier. Könntest du mal ein bisschen beiseite gehen, Lampe. So, die brauchen wir jetzt. Das brauchen wir wahrscheinlich noch nicht. Zack, zack, zack. Und die kommen woran? Alles klar, ich weiß gar nicht, wo die rankommen. Ich werde das jetzt erstmal hier suchen, aber ich vermute mal hier oben. Und genau richtig vermutet. Und da sind auch zwei. Wow. Könnt ihr die hier sehen? Zwei so eine. Alter Schwede. Stell dich mal scharf hier. Da
Da sind zwei so eine. Schön, jetzt finde ich es nicht mehr. Jetzt ist wieder unscharf. Ach man. Da unter meinem Finger, da sind zwei so eine Löschlis drin. So. Und da soll jetzt dieses Teil rein. Also wieder Schub, hallo, scharf werden. Also wieder Kleber rein und dann ansetzen. Eins machen wir zusammen, eins machen wir nicht zusammen. Das ist immer ganz gute Taktik. So, ich muss aber erstmal hier Kleber reinmachen. So. Und könnt ihr das überhaupt sehen, was ich hier mache? So, das wird jetzt erstmal trocknen und dann sehen wir uns nicht wieder. So Leute, das nächste Teil, nämlich dieses hier, kommt hier ran. Zack, habt ihr überhaupt gesehen? Da kommt dieses Teil hier ran und ja, erstmal alter Schwede, das komplizierte, aber muss ja gehen, ne? Gut, also ihr habt gesehen, wo dran kommt, ihr klebt das erstmal ran und dann machen wir das nächste. Ich versuche euch das echt irgendwie hier so, aber das ist so blöd zu zeigen. Und dann, ja, dass wir hier noch andere Sachen abreißen. Das andere Teil kommt jetzt genau davor ran, und zwar dieses, jenes, welches. Gut, kleben wir ein, sehen wir uns gleich wieder. Also, Alter, das kann ja kein Mensch sehen, ey. Oh, das wird lustig. So, Leute, hier haben wir das eine Teil jetzt dran. Hätte ich wahrscheinlich ein bisschen besser sehen, und hier unten ist das andere dran. Diese beiden Sachen haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal angeklebt. So, das wird aber alles noch besser. Aber dann nehmen wir euch mal wieder ein bisschen zurück hier. Nehmt euch mal zurück hier und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss jetzt mal die Teile jetzt hier, die nicht wegfliegen. So Leute, jetzt haben wir hier diese Teile dran und hier haben wir diese Teile dran. Da und da. Das haben wir angebaut. Und die beiden Teile haben wir angebaut. Gut, dann geht es jetzt wahrscheinlich mit der Kanone weiter. Also, das Teil haben wir erstmal fertig. Das wird nachher nur noch mal getestet, ob das Licht und alles so funktioniert. Also, Kanone. So Leute, da sind wir wieder. Und zwar geht es jetzt mit diesem Teil hier weiter. Das kommt jetzt hier so rein. Dann wird es hier so rein, eigentlich reingelegt. Das wird da so wippt. Wibbeli-wipp. Dann brauchen wir den hier. Und die zwei BP-Schrauben, die wir hier noch haben. Und das kommt jetzt so rauf. Okay, und dann die eine BP-Schraube, Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. So. Ich möchte nur nicht diese Dinger hier abbrechen. Also, ja, so ist ganz gut. Dann brauchen wir dieses Bauteil hier. Moment. Das Ding kommt jetzt hier rein. Dann drehen wir das Ganze um die Bumm.
Und dann müsste das eigentlich so aussehen. Der Schnüppel muss mit, also der hier, der Schnüppel muss da reingeschnibbelt werden. Und dann schnibbeln wir das Ganze zu, vermute ich. Dann ist er einfach mit dem Schnipsel hier. Das scheint uns gut zu sein. Und jetzt nehmen wir die FP-Schrauben. Und zwar 3 Stück an der Zahl. Wie soll das wieder halt funktionieren hier, Leute? Jeder normale Mensch hat nur 2 Hände. Also das ist ja schon wieder echt so was, wo man sagt, bisschen besser mal überlegen, Leute. Dann geht das auch Kabel weg hier. Wenn du es einmal angezogen hast, hast du auch kein Problem mehr. Aber das muss man erstmal schaffen. So, das ist das und jetzt noch eine, dann haben wir sie. So, das sieht gut aus. Also zumindest dreht sich das Ding eigentlich, aber irgendwie, ne, hat hier noch Platz. So, jetzt haben wir das Teil hier und alle täuscht, ist das jetzt so eingestellt? Soll das richtig sein? Und jetzt brauchen wir, wo sie denn da ist. Diese Teil hier. Und das wird mit einer HP-Schraube befestigt. So. Echt jetzt, das erhalten? Nein. Scheint zu funktionieren. Und dann, verstehe, zack, zack,
Ah, ich verstehe. Und dann kommt der Motor, wird dann nachher noch auch hier reingemacht. Und dann der Motor, ich hatte gerade gedacht, warum ist denn da jetzt so ein komischer Schalter drin? Aber mit der einen Schraube wird es so also halten. Na ja, gut, okay. Wenn ihr dazu sagt, Leute, dann muss das wohl so funktionieren. So, jetzt haben wir hier. Das lassen wir jetzt erstmal so. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir Strom haben und dann testen wir hier noch mal was. So, als erstes sollen wir mal den Motor jetzt hier testen. Das machen wir doch einfach mal. Den machen wir ein bisschen weiter nach vorne. Und wie Sie sehen, könnt ihr das sehen? Wahrscheinlich. So, aus. Pfui. So, das war der Motortester. Und dann haben wir noch den LED-Tester. Steht übrigens auch hier oben drauf. Weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Stell scharf. Er stellt nicht scharf. Doch, jetzt stellt er scharf, glaube ich. Irgendwo hier steht Bismarck Motortest Düngel, Lüngel und hier steht irgendwas drauf mit Bismarck LED-Test. Und das werden wir jetzt testen. Und zwar das Ding wieder hier rangeschnubbelt. Und dann muss ich mal gucken. Wartet mal kurz, ich muss jetzt erstmal gucken, was jetzt noch angeschlossen werden muss. So Leute, jetzt testen wir mal alle durch. Jetzt den Motor hier auch noch. Das ist dann hier vorne. So, dann müssen wir noch die B19 oder was? Das ist jetzt B18 und B19 auf jeden Fall. Reinstopfen. Das ist falsch rum. Das scheint auch falsch rum zu sein, oder wie das hier? Ne, ist es nicht. Das ist hier oben, das Radarchen. So, das war jetzt. Ja, schön, das muss man auch wieder irgendwie gerade kriegen. Hallo? Pech gehabt, das stimmt halt nicht gerade. So. Und dann. Au! Müssen wir die ganzen LEDs durchtesten. So Leute, jetzt wird es echt lustig. Also hier haben wir. Warte mal, ich mach mal hier kurz aus. Ah, man sieht ein Lichtschlein am Himmel, am Ende des Tunnels. Das rote. So, ich muss jetzt hier immer wieder umstöpseln. Ein bisschen blöd gemacht, aber gut, okay. So, dann haben wir jetzt noch eins. Und zwar haben wir jetzt, das kann man aber gut sehen. Hier vorne das Licht. So, hier haben wir das grüne Lichtlein. Juhu. Da haben wir es. So, dann haben wir hier oben die. Wow. Kajüte. Das kann man auch ganz gut sehen. Und zu guter Letzt haben wir noch den Scheinwerfer hier immer noch an, euch, SOS und so weiter. Also, es funktioniert alles. Da bin ich ja schon mal froh. Gut, dann sind wir, glaube ich, soweit durch und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, liebe Leute, das war jetzt auch wieder ein Teil von der Bismarck. War ein bisschen kompliziert mit dem ganzen Rangestecke, aber. Ich hoffe, nachher, wenn ich das dann zusammengeschnitten habe, ist es kürzer für euch. Das war jetzt auf jeden Fall die Ausgabe 56 und die Ausgabe 57. Sind wir wieder ein Stück weitergekommen?
Leute, über Daumen, ein Däumchen wie ein Träumchen, wisst ihr ja, ne? Ihr wisst ja, wie das funktioniert mit den Daumen. Und für alle, die neu da sind, können gerne auch ein Abo da lassen. Kostet ja nichts, ne wahr? Also, in diesem Sinne hoffe ich euch, dass euch das Video wieder gefallen hat. Und ich bin raus. Bis denn dann, euer Bastl-Hannes. Ciao, ciao.